Sonne, Schanze, Schnee. Nee. Weißer Untergrund der polnischen Wisla, Fehlanzeige. Nach dem schwachen Auftakt der deutschen Skispringerinnen gestern sollte am Sonntag beim Mattenspringen auf der Adamale-Schanze eine deutliche Leistungssteigerung her. Katharina Althaus, sie muss eigentlich überhaupt keine Überdinge machen, sondern einfach nur das abrufen, was sie kann. Gesicht sieht schon mal gut aus, der Gesichtsausdruck. Ich habe keine Fragezeichen gesehen. Gut. Ja, super. Ja. Althaus mit einem Sprung auf 123 Meter vorübergehend in Führung qualifiziert sich als Sechste des ersten Durchgangs für den zweiten Sprung, sichtlich zufrieden. Und die absolute Zufriedenheit anschließend bei einer Österreicherin. Jetzt kommen die drei, die gestern auf dem Podest waren. Es geht los mit der Tschagunerin Eva Pinkelnick. Oben einen kurzen Moment gehabt, aber hoch, schön. Sehr stabil. Sie nimmt viel Geschwindigkeit mit und lebt dann von dem Polster, was sie sich geschaffen hat. Und dementsprechend geht es dann einfach noch mal ein paar Meter weiter. Apropos Polster, das ist mal eins, was Eva Pinkelnick hat. Das war jetzt von der Wertigkeit her, auch von den Verhältnissen her, der mit Abstand beste Sprung, die Österreicherin führt, völlig verdient. Die Weltcup-Auftaktsiegerin Silje Opseth dagegen kann nicht an die Leistung von gestern anknüpfen, springt nur 117,5 Meter. Die Norwegerin nach Durchgang 1 nur 11. Neben Althaus auch Agnes Reisch als 19. im Finaldurchgang, genauso wie Anna Rupprecht, Selina Freitag, Pauline Hessler und Luisa Görlich. Diese fünf liefern auch im zweiten Durchgang eine solide Leistung. Alle sammeln Weltcup-Punkte, aber die deutschen Hoffnungen auf den ersten Podestplatz der Saison liegen klar bei Katharina Althaus. Jetzt geht es um die Führung und damit auch schon ums Podest für Katharina Althaus. Wenn alles passt, kann sie das noch schaffen. Sechste nach dem ersten Versuch. Ja, ja, schön. Guck dir das an. Jawohl. Sehr, sehr gutes Zeichen. So, und sie ist total erleichtert. Ja. Und das Lachen ist zurück bei Katharina Althaus vom SC Oberstdorf. Natürlich jetzt super nachvollziehbar. Aber auch da oben der Ski eigentlich an der Grenze. Aber das war dann einfach ihr Sprung. Das fühlt sie. Sie weiß ganz genau, ich brauche nicht mehr. Ich nehme mehr Geschwindigkeit mit. Und dann knallt sie da unten rein. 131 Meter, sensationell. Geht super. Einem das Herz auf, muss ich sagen, wenn ich sie lachen sehe, wie sauer die gestern war. Nochmal, sie wollte nicht sprechen, sie hat mit der Welt abgeschlossen. Sie war total deprimiert. Wollte sich eingraben. Die nächsten vier Springerinnen kommen allesamt nicht an Katharina Althaus vorbei, sortieren sich hinter der Deutschen ein. Und nur noch eine kann Althaus den Sieg streitig machen. Eva Pinkelnick, gestern noch in der Pressekonferenz. Ja, ich war Dritte, aber ich will noch mehr. Jetzt kann sie noch mehr rausholen. Sie hat einen ordentlichen Vorsprung auf Althaus. Ich muss ein bisschen korrigieren oben. Oh. Ja, reicht. Ach, souverän. Top-Sprung. Mein lieber Mann, trotz der leichten Korrekturen oben, erst wie im zweiten Durchgang, setzt sie da so ein Pfund unten rein. Vierter Weltcup-Sieg für Eva Pinkelnick. Sie war noch besser als Katharina Althaus, die allerdings den besten Sprung im zweiten Durchgang gezeigt hat, die Deutsche. Wie haben Sie das geschafft, nach gestern psychologisch sich heute so top einzustellen? Ich weiß auch nicht so recht. Ich habe versucht, einfach meine Sachen beieinander zu haben, auf die positiven Dinge zu schauen, was ich die letzten Wochen gemacht habe. Auch im Training, wie ich es da gemacht habe. Ich habe nochmal ein Video geschaut. Heute regnet es Gott sei Dank nicht. Ich bin gleich ab dem ersten Sprung besser reinkommen und freue mich natürlich mega, dass es jetzt gleich so gut lief. Rund 6 Meter fehlen Katharina Althaus am Ende zum 9. Weltcupsieg ihrer Karriere. Aber sie steht zum insgesamt 38. Mal auf dem Podium. Und mit ihr die Siegerin Eva Pinkelnick und die Dritte Frieda Westmann aus Schweden. Mehr Videos zum Thema Wintersport findet ihr auf unserem YouTube-Kanal, nämlich hier. Und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren, dass ihr wirklich kein Video verpasst.